Mrs. Leroy verlässt ihren Platz. Gut. Sehr gut. Karteikasten, da wollten wir doch hin. Mal sehen. Hier ist die Kundenkartei. Marworth, jetzt mach hin, George. McKinsley. Aha, da ist es. McLaw. 3435 Rangers Field. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht, George. Ich auch nicht. Gut, wir haben einen neuen Ort, an den wir können. Wow. Das lohnt sich doch mal. Hübsches Haus. Dieses Anwesen erinnert mich irgendwie an die Villa de Vasconcellos. Irgendwie wird mir ganz mulmig. Hier ist ein offenes Fenster. Hier ist ein... Da ist eine Klingel. Haben wir sonst noch etwas? Hier geht's wieder weg. Da geht es auch wieder. Gucken wir erstmal, wo es da lang geht. Wieder nach draußen. Gut. Dann klingeln wir einfach mal. Auch wenn ich ein saumieses Gefühl bei der Aktion habe. Ei! Schrecklicher Ton. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Ich bin mit Mr. McLaw verabredet. Seltsam. Davon hat er mir nichts gesagt. Außerdem hat er gerade Besuch. Es ist aber sehr wichtig. Okay. Kommen Sie herein. Ich führe Sie zu ihm. Vielen Dank. Das Zimmer von Mr. McLaugh ist am Ende des Ganges. Er wohnt in Indien? Ich danke Ihnen vielmals. So, das muss dieses Zimmer hier sein. Da geht es wieder zurück. Der Mann scheint ein Interesse an Bonsai oder sowas in der Richtung zu haben. Zumindest mal stehen hier jede Menge Bäumchen und der hier sollte mal, ja, etwas weniger gegossen werden vielleicht. Schauen wir doch mal, was hier an der Tür so ist. Irgendwas ist da drin auf jeden Fall. Klopf, klopf. Ohne das Siegel haben wir keine Chance. Das würde zu einem Problem werden. Und du meinst, dass dieser Amerikaner etwas weiß? Natürlich. Oh, oh. Er steckt seine Nase überall hinein. Wenn du recht hast, bekommst du die nötigen Informationen über den Orden. Wie wollen wir ihn schnappen, Jimmy? Ich habe zwei meiner besten Männer auf ihn angesetzt, die jeden Augenblick hier eintreffen müssen. Ich kann ihn zwar bis auf den Tod nicht ausstehen, doch wir haben ausgemacht, dass ihr ihm nichts tut. Ihr wollt nur wissen, was er weiß. Sicher, das haben wir so vereinbart. Ich muss mal auf die Toilette. Wo ist die? Am Ende des Ganges. Verdammt. George! André, du hinterhältiger Verräter! Es ist nicht so, wie du denkst. Sie wollen nur mal mit dir reden. Ich will eigentlich jetzt hier weg. Wer weiß, was hier jetzt gleich passiert. Wenn die jeden Moment hier sind, das riecht nach Falle. Verdammter Mist, wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Und zwar möglichst, bevor hier irgend... Scheiße. Oh nein. Ich dachte, wir wären die los. Mr. Stobbart, wir werden nachher mit Ihnen reden. Währenddessen können Sie sich mit Ihrem Zimmergenossen bekannt machen. Wenn Sie sich nicht schon kennen. Verdammt. Wer ist das? Ich habe zwar so eine Ahnung, aber... Wer sind Sie? Sie scheinen überrascht, Mr. Stobbart. Wie haben Sie... Sie sind nicht der Einzige, der tricksen kann. Aber ich habe Sie doch tot im Abteil liegen sehen. Unmittelbar bevor ich den Zug nach Bannockburn betreten habe, zog ich mir eine kugelsichere Weste an. Schließlich ahnte ich, im Gegensatz zu Ihnen, was auf uns zukommen und welchen Personen wir dabei begegnen würden. Eine Blutpatrone zur Vortäuschung meines eigenen Todes tat dann ihr Übriges. Und wie sind Sie dann entkommen? Das ist eine lange Geschichte. Währenddessen. Ich bin George nach England gefolgt. Seit seiner Ankunft hier in York habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das sieht George gar nicht ähnlich. Ich mache mir ernsthaft Sorgen.
In meiner Tasche befindet sich nichts außer den üblichen Frauenkram und einer Telefonnummer. Warum redet ihr eigentlich nicht selbst? Und wir sind am York Airport. Monitore, Telefon, hier ist nichts. Schön. Von BBC bis hin zu CNN läuft hier die ganze Bandbreite des weltweiten Nachrichtenfernsehens. George würde das gefallen. Er liebt Nachrichten. Tja, ich glaube mal, dass die Sache zwischen ihr und George doch noch etwas besser steht als mit ihr und Lubino. Zumindest mal so, wie sie jetzt hier an ihn denkt. Ich überlegte einen kurzen Moment, einen dieser Monitore aus seiner Verankerung zu reißen, um ihn für George mitzunehmen. Entschied mich aber dagegen. Und ich habe hier schon jemanden gesehen, den wir kennen. Ach, Herr Jemini. Ohne die wäre das kein Baphomets Fluch. Entschuldigen Sie? Ja? Oh, Fräulein Collard. Kennen wir uns? Ich habe George und Sie vor etwa 4 Jahren in Caramount getroffen. George saß im Gefängnis und Sie hatten eine kleine Verabredung mit diesem General Crasciento. Erinnern Sie sich noch? Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ihren Namen weiß ich aber nicht mehr. Duane Henderson. Ich war mit meiner entzückenden Frau Pearl zum Shoppen in Caramount. Oui, Monsieur Henderson. Freut mich, Sie nach dieser langen Zeit wieder einmal zu sehen. Wie geht es Ihnen? Oh, es geht. Ich bin auf der Suche nach George. Ah, George. Wie geht es ihm? Ich weiß es leider nicht. Seit einigen Tagen habe ich kein Wörtchen mehr von ihm gehört. Ach, so sind die Männer nun mal. Manchmal brauchen sie eben Abstand von uns Frauen. Wer meldet sich schon wieder, Schätzchen? Ist aber nicht Georges Art. Ja, gelegentlich verhält sich George eben etwas merkwürdig. Nun, was machen die beiden eigentlich in York? Was treibt sie nach York? Pearl und ich sind wie immer auf der Durchreise. Unser Ziel ist Marokko. Wir wollen uns dort einige alte Ruinen anschauen und, wenn wir schon dabei sind, natürlich noch etwas shoppen gehen. Wir haben uns hier in York auf dem traditionellen Happiness-Jahrmarkt amüsiert. Sie sind so weit geflogen, um einen Jahrmarkt zu besuchen? Es ist nicht irgendein Jahrmarkt, sondern die vielleicht größte Unterhaltungserfindung seit Menschengedenken. Neben dem Fernseher vielleicht. Außerdem steht hier in York das zweitgrößte Riesenrad der Welt. Als wir hier ankamen, war es wegen eines Defekts geschlossen. Das tut mir leid. Das braucht es nicht. Pearl und ich sind dafür dann 2-mal mit der Wildwasserbahn gefahren. Das war ein Spaß. Ja, vor allem, als du mir unaufhörlich in die Ohren gebrüllt hast. Jetzt stell dich nicht so an, Pummelchen. Oh, Pummelchen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir reden mal noch ein bisschen Smalltalk. Was macht den Jahrmarkt eigentlich zu etwas so Besonderem? Seine Einfachheit. Es sind nicht unbedingt viele Attraktionen im Park, die wenigen haben es aber in sich. Naja, ich war noch nie ein großer Vergnügungspark-Fan. Dann haben Sie was verpasst. Sie haben nicht zufällig George auf dem Jahrmarkt getroffen? Nein, ich glaube nicht, oder? Schätze, nein. Kann man nichts machen, danke. Ja, was wissen die denn vielleicht noch über unseren guten George? Darf ich Sie mal fragen, wie lange Sie George schon kennen? Seit Syrien, das war 1994, glaube ich. 1996. 94 waren wir bei meinen Großeltern in Kanada zu Besuch. Ach so, stimmt ja. Es war ganz schön langweilig dort. Überall diese komisch gekleideten Polizisten und... Ranger. Was? Das waren Ranger. So nennt man die kanadischen Polizisten. Wie dem auch sei. Diese Ranger haben uns ständig beobachtet und uns dauernd angesprochen. Man hat es in Kanada als amerikanischer Tourist eben nicht leicht. Die Ranger waren nur höflich zu... Also ich finde es nicht höflich, wenn man mich 3-mal hintereinander fragt, wie es mir geht und wohin ich denn gehe. So etwas ist aufdringlich. Wenn du meinst, Honey. Es ist interessant, Ihnen zuzuhören, doch leider ist meine Zeit sehr begrenzt. Ich frag mich auch, in welchem Zustand der gute Duane war, dass er 3-mal von den Rangern da angesprochen worden ist. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Tschüss, meine Kleine. Die Nico hat aber, glaube ich, niemals mit den beiden hier gesprochen. Nun gut, wir haben nicht besonders viele Optionen, wo wir hingehen können. Ich schätze mal, wir werden jetzt zunächst mal in die Stadtbibliothek gehen.
Oder hier ist der Flughafen. Wir haben keine Optionen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Vielleicht müssen wir doch noch ein wenig mit den beiden reden. Aber ich wüsste jetzt nicht über was. Da bin ich wieder. Was können wir für dich tun? Auf Wiedersehen. Tschüss, meine Kleine. Wir haben keinerlei Hinweise, wo wir hin müssen. Wir können doch nicht mal in die Bibliothek. Warum? Sie hat es doch selbst vorgeschlagen. Naja, gut, okay. Staff only, Toiletten, Kisten. Kisten sind immer gut. Seit einiger Zeit habe ich irgendwie eine Aversion gegen Kisten. Keine Ahnung, woher das plötzlich kommt. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Tja, Attention ist da drinne. Attention, please. Mist, abgeschlossen. Haben wir nicht einen Dietrich dabei? Ach nein, das war George, der unseren Dietrich aus der Handtasche geklaut hatte. Wandtelefon. Was soll ich dazu sagen? Ein Wandtelefon. So, wen rufen wir an? Who do you call? Jimmy McLaw? Mit wem habe ich das Vergnügen zu sprechen? Ich heiße Nicole Collard. Ich bin Reporterin beim französischen Fernsehsender Kanal 1. Wir haben uns gedacht, dass wir über Sie ein großes Porträt mit anschließendem Interview machen. Schließlich sind Sie einer der berühmtesten englischen Historiker. Das klingt zwar relativ verlockend, doch ich werde Ihnen wohl eine Absage erteilen müssen. Das wäre wirklich schade. Wir sind einer der erfolgreichsten Sender in Europa. Unsere Einschaltquoten sind hoch, was garantieren würde, dass unser Porträt über Sie auch viele Zuschauer erreichen würde. Sie könnten der jüngeren sowie der älteren Generation von Ihrer Sichtweise bewegende Augenblicke erzählen. Zumal Sie beispielsweise als einer von wenigen Journalisten die Vorbereitung zur ersten Mondreise hautnah erleben durften. Sie waren während der Übungsphase im NASA-Komplex und haben den Astronauten Armstrong und wie sie noch so alle hießen, über die Schulter geschaut. Es wäre wirklich traurig, wenn Sie diese Eindrücke der Öffentlichkeit vorenthalten würden. Ich muss sagen, dass Sie wirklich gut recherchiert haben. Danke. Unter diesem Aspekt würde ich mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Das klingt jetzt sehr nach Überfall. Doch wie wäre es, wenn wir die Aufnahmen zum Porträt und dem anschließenden Interview schon heute machen würden? Schon heute? Sie vom Fernsehen sind wohl von der ganz schnellen Sorte. Natürlich, das zeichnet uns eben aus. Also gut, ich bin so gegen 14 Uhr in meinem Haus anzutreffen. Aus Sicherheitsgründen darf ich Ihnen meine genaue Adresse nicht am Telefon nennen. Sie finden meine Sekretärin im Geschichtsmuseum History. Sie leitet dort eine Führung für Schulkinder. Ich werde Sie per Telefon kontaktieren, damit sie weiß, dass Sie kommen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Ihnen diese Umstände bereiten muss, doch es geht nicht anders. In der Vergangenheit wurden einige Attentate auf mich verübt. Es scheint wohl so, als hätte ich nicht nur Freunde. Ich werde bis 14 Uhr auf Sie warten. Das ist in etwa 20 Minuten. Sind Sie bis dahin noch nicht eingetroffen, werden wir unsere Angelegenheiten wohl für etwa 3 Wochen verschieben müssen, da ich in dieser Zeit auf einer wichtigen Geschäftsreise bin. Eine wichtige Geschäftsreise. Aufgrund von sichtbaren Kofferdienststellen auf diesem Gelände führt die Stadtpolizei eine genaue Untersuchung durch. Es gibt also keinen Grund zur Panik. Außerdem Personal ist es bis zum Ende der Untersuchung in etwa 40 Minuten niemandem gestattet, den Komplex zu verlassen. Mein Kollege wird Ihnen jetzt nähere Anweisungen geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mist, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss in 20 Minuten bei Mr. McLaw sein.